Den ganzen Sommer kann man diese kleinen Tiere am Boden oder auf Steinen laufen sehen. Wenn man sie sieht, denn bei einer Größe von nur einem Millimeter muss man schon genau hinsehen, um die Jäger im roten Samtmantel zu entdecken. Der Körper und die Beine sind mit kleinen, leuchtend orange-roten bis rötlichen Haaren bedeckt, was ihr ein samtschimmerndes Aussehen verleiht. Daher auch die Bezeichnung rote Samtmilbe. Im Frühjahr legt das Weibchen ihre Eier in den obersten Bodenschichten ab. Nach einiger Zeit schlüpfen die Larven aus den Eiern. Und man sieht die kleinen Larven im Spätsommer, wenn sie auf Gräser und Büschen emporkrabbeln. Sie überwintern etwa von Oktober bis März in tieferen Schichten des Falllaubes. Und von April bis September sieht man die rote Samtmilbe dann am Boden oder auf Steinen laufen. Normalerweise ernähren sie sich von kleinen Insekten, insbesondere von Insekteneiern, die sie mit ihren Tasthaaren ausfindig machen. Das vordere Beinpaar ist deutlich länger und wird als Messblättchen benutzt, um zu überprüfen, wohin sie geht. Treffen Sie bei Ihrer Jagd auf eine tote Fliege, dann ist das für alle ein Festmahl. Der Umweltschutz beginnt im Boden. Er ist einer unserer wichtigsten Ressourcen, ein Lebensraum für nützliche Pflanzen und Tiere. Darunter zählt auch die rote Samtmilbe, die einen wichtigen Teil dazu beiträgt, dass der Boden gesund bleibt. Deshalb ist das Vorhandensein der roten Samtmilbe für das Klima und für die Vegetation des Bodens extrem wichtig. Sie ist ein Teil einer Gemeinschaft der Bodengliederfüßler, die für die Aufspaltung des Bodens und für den Erhalt der Bodenstruktur im gesamten Ökosystem eine wichtige Rolle spielt. Vor allem verspeist sie schädliche Insekten und ernährt sich unter anderem auch von Pilzen und Bakterien und regt somit den Aufspaltungsprozess des Bodens an. Des Weiteren wird die rote Samtmilbe von den Gärtnern als sehr nützlich angesehen, da sie die Eier und die Larven der Blattläuse vertilgt.